Hallo, liebes Publikum. Wir Schüler der E-Phase des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums haben in der Projektwoche einen Versuch zum Nachweis von Stärke durchgeführt. Dazu haben wir einen Zweig der Buntnessel eine halbe Stunde lang belichtet und einen anderen für 24 Stunden in einen dunklen Schrank gestellt. Weitere wichtige Materialien sind ein Wasserkocher, Spiritus und die Lugolsche Lösung. Das ist eine Jod-Kalium-Jodid-Lösung. Zunächst nehmen wir eins der belichteten Blätter und legen es in siedendes Wasser, um die Membranen im Blatt zu zerstören. Hier seht ihr das gekochte Blatt. Als nächstes wird das Blatt in 70 Grad erhitzten Spiritus gelegt. Der Spiritus entzieht dem Blatt die Farbe. Die grüne Farbe befindet sich nun im Spiritus. Das Blatt wird nun mit der Lugolschen Lösung übergossen. Wenn sich das Blatt blau färbt, enthält es Stärke. Wie ihr seht, ist der Stärkenachweis positiv. Die gleiche Schrittfolge haben wir mit der Buntnessel durchgeführt, die im Dunkeln stand. Man sieht, dass sich das Blatt wenig bis gar nicht blau gefärbt hat, im Gegensatz zu dem belichteten Blatt. Das liegt daran, dass die Pflanze im Dunkeln keine Photosynthese betreiben konnte. Es hat sich keine Stärke gebildet. Die Stärke kommt nur in den grünen Bereichen der Blätter vor, da diese Chloroplasten enthalten. Die Chloroplasten sind für die Photosynthese zuständig. Die Bereiche, die Stärke enthalten, haben sich durch die Lösung blau gefärbt. Daraus schließen wir, dass eine Pflanze nur mit Sonnenlicht, Wasser und CO2 Photosynthese betreiben kann.